Wir haben eine Sendung, die heißt Inseldenker. Sind Sie ein Denker? Sind Sie eher ein Kopfmensch? Oder? Nö. Nee? Nicht so sehr, nein. Also ein bisschen denke ich schon auch. Ja. Haben Sie Ihre Gäste Dinge gefragt, die Sie selber nicht beantwortet hätten? Nur wenn ich wusste, dass Sie darüber reden. Also das wusste ich eben durch das Vorgespräch. Also es ging nicht um eine prinzipielle Sache, nein. Hier ist die Grenze zwischen öffentlich und privat, sondern bei jedem Einzelnen. Bei jedem war es anders. Mhm. Was am schlimmsten war, meine Talkshow mit Helmut Kohl, da hat die Presse mich in der Luft zerrissen, weil ich ihnen eben nicht diese ganzen klassischen journalistischen, politischen Fragen gestellt habe, sondern ich stand auf dem Standpunkt, ein Mensch bleibt, auch wenn er Politiker wird, Mensch. Der Typ, der das geschrieben hat, der saß zu Hause und sah mich im Fernsehen mit Kohl und hat immer gedacht, wenn ich jetzt da sitzen würde, an der Stelle von Biolek, da würde ich ihn das fragen und das fragen und das fragen. Und das hat Herr Biolek nicht gefragt. Und das haben die mir übel genommen. Sie waren aber auch mal politisch, Sie waren sogar mal ganz früh in der CDU. Ist das ausschließlich, also dass Sie unpolitisch sind oder haben Sie CDU war ich nur, als ich Schüler war, weil mein Vater, der war Gemeinderat und Stadtrat und Kreistagsabgeordneter, alles für die CDU. Und da bin ich so aus Sympathie und Höflichkeit auch in die CDU gegangen. Aber sobald ich ein bisschen erwachsen wurde, war das nicht mehr meine Partei. Und